Hallöchen, ihr Liebens. Heute habe ich euch mal wieder was richtig Leckeres mitgebracht, denn diesmal machen wir einen Pflaumenkuchen mit Mürbeteig und einer Käsekuchenschicht. Schmeckt wirklich wahnsinnig gut. Ich kann es euch nur empfehlen, den einmal auszuprobieren. Und dann würde ich sagen, legen wir auch direkt los und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. Wir fangen mit den Pflaumen an und davon brauchen wir ca. 450 bis 500 Gramm entsteinte Exemplare. Heißt also, dass wir die Pflaumen zunächst halbieren, den Kern herausnehmen und erst dann abwiegen. Außerdem habe ich die Früchte jetzt insgesamt geviertelt, damit die Füllung später beim Anschnitt auch besser zusammenhält. Die Pflaumenviertel habe ich mir dann auch schon in einen Topf gepackt und dann kommen hier 50 Gramm Zucker hinzu, die einmal kurz eingerührt werden. Und dann stellen wir den Topf auf den Herd und erhitzen das Obst so lange, bis der Zucker vollkommen geschmolzen ist. In dieser Zeit bereiten wir 2 Esslöffel Speisestärke vor, die mit 4 Esslöffeln Wasser verrührt werden. Und dann können wir das anschließend unter die Pflaumen rühren und den Topf nochmal für 2 Minuten auf den Herd stellen. Dabei auch wirklich immer gut umrühren, bis dann mehr oder weniger so ein Gelee entsteht. Das ist jetzt also nicht ganz so fest wie ein Pudding, aber auch schon um einiges eingedickt. Das Ganze füllen wir uns jetzt in eine Schüssel um, decken die Oberfläche mit Frischhaltefolie ab und stellen die Schüssel dann beiseite, damit dieses Fruchtgelee abkühlen kann. Als nächstes widmen wir uns dem Mürbeteig und dafür brauchen wir 150 Gramm weiche Butter, 90 Gramm Zucker, 300 Gramm Mehl und ein Ei. Alle Zutaten bis auf das Ei werden einmal in eine Rührschüssel gefüllt und kurz mit dem Knethaken verrührt. Dann geben wir das Ei dazu und rühren so lange weiter, bis sich alles gleichmäßig zu solch einem Krümelhaufen vermengt hat. Den Teig kneten wir anschließend nochmal auf der Arbeitsfläche durch, damit auch wirklich alles gut zusammenhalten kann, und dann portionieren wir den Teig. Formt euch den Teig am besten zu einem etwas länglicheren Röllchen und dann nehmen wir davon ein Drittel ab und legen dieses kleinere Stück zurück in die Rührschüssel. Den Rest formen wir auch nochmal ein bisschen länglich, nehmen wieder ca. ein Drittel ab und dann können wir das große Stück auf etwas Mehl für den Kuchenboden ausrollen und das kleinere Stück brauchen wir dann gleich für den Teigrand. Rollt euch den Teig gleichmäßig aus und dann kann er auch relativ einfach mit den Händen in eine 24er Springform befördert werden. Und selbst wenn der Teig ein bisschen einreißen sollte, ist das auch nicht schlimm, weil wir ihn nachher nochmal in der Form mit den Händen ein bisschen nachformen können. Und dann haben wir ja noch das kleinere Teigstück, das wir gleichmäßig an den Formrand verteilen und dann schön an den Boden drücken. Sobald dann alles sauber in die Form gebracht wurde, stellen wir die ganze Form für mindestens 30 Minuten in den Kühlschrank. Genau das gleiche machen wir jetzt auch mit dem ersten Teigstück, das wir am Anfang abgetrennt und in die Rührschüssel zurückgelegt haben. Das wickeln wir vorher nur noch in etwas Frischhaltefolie ein. Und während alles im Kühlschrank ein bisschen durchgekühlt wird, können wir schon einmal die Käsekuchenfüllung vorbereiten. Dafür brauchen wir 70 Gramm Zucker, 500 Gramm Quark, egal welcher Fettstufe, 40 Gramm Speisestärke, 2 Eier und 1 Esslöffel Vanilleextrakt. Die Füllung ist auch wirklich super einfach gemacht. Wir füllen uns den Quark, das Vanilleextrakt, den Zucker und die Speisestärke in eine Rührschüssel und mixen alles einmal ordentlich durch. Danach geben wir die Eier hinzu, die auch nochmal schön eingerührt werden und damit ist die Füllung dann auch schon fertig. Also wie gesagt, ist wirklich super flott gemacht. Dann können wir jetzt unseren Pflaumenkäsekuchen fertigstellen. Das Pflaumengelee ist jetzt nach dem Abkühlen auch nochmal um einiges fester geworden und das verteilen wir uns auf unserem gekühlten Mürbeteig. Das sollte auch nicht ganz so hoch werden, damit unsere Käsekuchenfüllung auch nochmal innerhalb dieses Teigrandes eingefüllt werden kann. Falls euch also auch vielleicht von den Pflaumen noch etwas übrig bleiben sollte, könnt ihr das auch super mit Milchreis, Grießpudding oder vielleicht auch zu Eis oder Waffeln essen. Schmeckt alles richtig lecker. Sobald wir die Quarkcreme eingefüllt haben, streichen wir sie nochmal schön glatt und dann geht es bei 175 Grad Ober- und Unterhitze für 15 Minuten in den vorgeheizten Backofen.
Nach dem Backen ist der Käsekuchen dann auch schon ein bisschen fester und wir können den übrigen Mürbeteig aus dem Kühlschrank nehmen und schön auf der Oberfläche zerbröseln. So geht es dann für weitere 30 bis 35 Minuten in den Backofen, bis die Streusel schön goldbraun ausgebacken sind. Und es schmeckt einfach so lecker. Ich liebe ja Mürbeteig und ich liebe Käsekuchen. Dazu dann noch diese schön fruchtige da drin, einfach nur perfekt. Probiert es unbedingt aus, ich kann es euch nur empfehlen. Und dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da und vergesst nicht kostenlos zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr auch weiterhin keine weiteren Videos mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss.